Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei Greedfall. Ja, die Aufnahme läuft, das ist gut. Hey Kumpels, na? Raus Sorry, aus der Mine. This is private property. I cannot allow you to enter. I don't need your authorization. I have here an eviction notice signed by the governor's ministers. The former owner, Mr. Maillard, has lost his rights due to a breach of contract. Look, ultimately, we are not the ones who decide. We only obey the boss's orders. In that case, where can I find him to notify him of his loss? You'll find him around here somewhere, Your Excellency. Excellent. Ja, gut, dann sag ich doch einfach mal persönlich Bescheid, nicht? Hallo, Kumpel. Na? Master Maillard, I'm so glad to find you here. Here is a document from Sir de Corsillon on behalf of my cousin. Considering the fact that you have not respected the terms of your contract of ownership, you are hereby expelled. The methods you used against the islanders has also ensured your banishment from Tirfredi. Impossible. By what right? Guards, this man threatens me. Ernsthaft? This man threatens me? Hey, ich hab doch zuerst geschossen. Wo schieße ich denn hin? Meine Fresse. Das ist ja fast schon peinlich hier. So, Ende. Aua. Hör doch mal auf, auf mich zu zielen. Arschloch. Dass die alle mit Pistolen schießen müssen. Come now, let's go free my brothers and we can tell Dunkers everything. Um die muss man auch absolut nicht weinen. Vor allem, wir haben gerade im Beisein der Wachen den Brief überbracht, dass ihr Meister enteignet ist. Warum arbeiten sie denn noch für den? Wer soll sie denn bezahlen? Also mal ehrlich. So, Leute, raus da. Oh, ein Säbel der Seeleute. Jo, kann man machen. Braucht man aber nicht. Tja, hier mal ja noch auf. Hallo. Na, raus da. Go without fear. You are free. And know that we are sorry for what happened to you. You must believe that not only gave Blau or Aloik. He is an On-Almanawi. That's why he understands us. Thank you. We will not forget you. Keine Ursache, das mache ich doch gerne. Der Gerechtigkeit ist mal wieder Genüge getan. Und da kann man gar nicht hin, obwohl da noch ein Typ steht. Gut, dann eben nicht. Dann sagen wir mal eben Dankes Bescheid. Und dann müsste alles hier geklärt sein. Die Kumpels von hier vorne haben jetzt entschlossen, sich zurückzuziehen. Ich glaube, das war ganz weise von ihnen. Tja, einmal reisen. Zurück zu Dankes. Oh. Reise wieder aufnehmen. Ich finde... Ja, auf Dauer ist es ein bisschen nervig, dass man immer zwischendurch in dieses Lager kommt. Aber die andere Option wäre wahrscheinlich, dass der Ladebildschirm einfach länger dauert. Also von daher... Hm. What brings you here, On-Almanawi? Habe fertig. I was able to close the mine. The man who operated it was arrested and he will be banished. Yes, those you freed told me. From now on, you are my Karants, my friend. You knew how to renew my trust in your clan. Just as trees grow back after being cut. Thank you, Dunkers. I'm honored. Will you give us the old man now? If you allow it, I would like to punish him myself. Enough blood has been spilled, and he will only call for more of it, since he loved the forest to the point of killing for it. He will be sentenced to heal it. Every day he will replant what your men will cut down. Every day until the end of his life. Does this punishment seem acceptable to you? If I explain to Sir de Corsillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. Thank you, Dunkers. It's a wise sentence.
Is there anything else? Nein, ich glaube. Ach doch, wir wollten noch ein bisschen quatschen, ne? Ja. What can you tell me about your clan? We are the Berai Gnodas, the bearers of lifeblood. We earned this name by bringing the trees and the earth back to life, by restoring balance. There are a lot of Onol Manawi here. It is true. We were already healing the earth before the bond existed. The bond just made us better. Many of us have chosen to follow this path because we are proud of our role amongst our brothers. Our village is home to the largest amount of Donegada, along with maybe Vishkadir. Is there anything else? Ja, und zwar dein Tell Dörfchen. Me about your village. We used to be nomads. We would go wherever Tyr Freddy needed us until we healed the place. But the people of the sea came and hurt this place so much that my people had to stay here for a long time. For so long that they created this village, Vigigidor, the place of the healed wound. Is there anything else? Ja, ich würde noch gerne über die Siedler quatschen. What do you think of the settlers from the continent? I think they behave like naughty, unruly children. They take what they want and break what they own without even understanding what they are doing. But they can learn and grow. And who would kill unruly children for being mischievous? Das stimmt. Is there anything else? Nein, nein, das war's. Danke schauen. I must leave. Goodbye, Dunkus. Qua aulum se. Ciao. Das ist seltsamerweise irgendwie einer der Eingeborenen, die ich am besten finde. Die vollkommen im Einklang mit der Natur leben und sich aus allem raushalten. Solange die Natur nicht geschändet wird. Das finde ich sehr gut. So, wir sind hier in diesem Dörfchen. Ich wollte nochmal in dieses Dorf hier. Oh. Jetzt anscheinend ohne Ladebildschirm. Das gefällt mir jetzt nicht so. Dann. Das wird drei Lager. Ha? Der drei Lager. Ich hab das da. Genau. So. Dann rufe ich mal hier die Gefährten hin und stelle die Gruppe neu zusammen und ich packe Siora weg und Kurt kommt dazu, weil ich nämlich nochmal mit Sioras Schwester sprechen wollte. So, das hier geht schneller. Wenn man nicht durch den Ladebildschirm muss, ist das ziemlich praktisch. Es ist das hier, ne? Ja. Ich finde es seltsam, dass die Türen immer erst so spät angezeigt werden. So, jetzt erzähl mal was über deine Schwester. What brings you here? Hello, Iseld. What do you want? Could you tell me about Siora? Siora is my twin sister, Renaigse. We're closer than you could ever understand. But we're also different. She's wiser than I am, and yet she chose to be your friend. I would have chosen differently. But do not believe that she is sweet and kind. Never forget who her sister is. Especially if the idea of hurting her ever crosses your mind. I have no intention of hurting her. Did you want anything else? Nee, danke. Thanks. Goodbye, Selt. Das hat sich jetzt bedingt gelohnt, aber trotzdem interessant zu erfahren, finde ich persönlich. Und ich hoffe, ihr seht das ähnlich. So, als nächstes geht es in die Schwarze Lande oder in die Tore des Herzens. Ich glaube, wir können uns zu den Toren des Herzens begeben. Und jetzt kommt Siora wieder mit. So. Irgendwie funktioniert das für mich so am besten. Mit Siora und Vasco. Jupp. Die Tore des Herzens. Auch nicht besonders groß. Das sollten wir relativ schnell abgeklappert haben. Da hinten gibt es auch gar nichts. Das ist ein bisschen schade. Aber hey. Hallo? Hallo?
Ist hier was oder jemand? Oder etwas? Oh, giftige Falle. Da sind Viecher. Viecher sind schon mal ein Zeichen von Leben. Ja, ich weiß, welch weiser Spruch. Ja. Oh, ihr seid neue Viecher. Hey. Oh, oh, ihr macht Gift. Oh. Oh. Komm mal raus da, aus dem Gift. Das ist echt ekelhaft. Leute, das ist ekelhaft. Dass ihr hier alles zupupsen. Ich bin tot. Da haben die mit einem Hieb jetzt mal doch ein bisschen mehr Damage gemacht. Hm. Und dann hat das Gift uns gerichtet. Ne, Fuxi? Hat das Gift uns einfach kalt gemacht. Naja. Runde 2 wird sicherlich besser laufen. So. Was haben wir denn hier? Techniken. Magische Beschichtung, giftige Beschichtung, Stasis-Beschichtung. Komm, machen wir hier ein bisschen Stasis drauf. Ne, Stasis ist immer gut. Oh. Bist du schon böse? Nein. Okay, Stasis ist gemein. Aua. So, healen. Heal mich nochmal. Ich hab jetzt einen Zornangriff ab. Nein, ich will nicht vergiftet sein. Hm? Das gefällt mir nicht. So, ich muss dich umbringen. Heal ich uns. Und dann wird der Typ weggemacht. Geht doch. Warum nicht gleich so? Okay, Stasis gefällt mir. Stasis gefällt mir sehr gut. Das schmier ich mir gerne auf die Klinge, vor allem bei fetten Viechern. Ha, aber ein schöner neuer Gegnertyp. Ich dachte schon, wir hätten alle Gegnertypen gesehen. Aber wie es mir scheint, gibt es doch noch neue. Mäh? Na, du alte Ziege. Oh, ihr seid ein paar mehr. Ihr alten Ziegenböcke. Dann wollen wir mal schauen. Wo führt uns denn diese Schnellreise hier hin? Gerade noch nirgendwo. Okay. Dann hat sich das geklärt. Da haben wir wahrscheinlich ein Lager. Aber ich würde erstmal auf die Insel hier schauen. Nicht, dass es da irgendwas gibt, was wir dann auslassen. Oh, schick hier. Schick, schick. Gibt's hier irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Hm. Okay. Eine Insel, einfach nur um eine Insel zu haben. Naja. Eine. Oh, da hinten ist. Münsterchen. Zu denen wollen wir. Auch wenn da so ein Weißer dabei ist. Die Weißen hasse ich ja. Die Weißen sind echt übel. Von denen. Weil die so eine hohe Rüstung haben. Ich würde echt gern zaubern können. So, am Anfang habe ich gesagt, ich zaubere nie, aber zaubern wäre echt nicht schlecht gegen die. Ne? Bisschen magisch angehaucht sein, ist nie falsch, nie verkehrt. Aua! Mann. Ich hasse euch auch, keine Sorge. Ich hasse euch genauso. Hä? Hat angegriffen. Okay. Mann, lass mich doch mal von diesem Berg... Ich kam nicht von diesem Berghang weg. Was ein Müll.
Okay, Berghänge sind zu meiden. Wo sind wir? Ach, wir sind hier. Ach komm, dann versuche ich jetzt erst die. Ja, put the poison on your blade. Hang. Aua. Ich kann euch echt nicht leiden. Wisst ihr das? Wahrscheinlich wisst ihr das. So, erstes zumindest schon mal weg. Nicht ihn. Warum? Warum rennst du hinter mir her? So. Der ist down. Der ist down. Der ist down. Der hat schon wieder seine Lust verloren. Leute, lasst den mal hierher, bitte. Also, ihr könnt den auch versuchen zu besiegen, aber ich kann nicht so weit gehen. Tut mir leid. Ich kann mit reinschießen, aber töten kann ich nicht. So, hier wird besser. Und das war's. Boah. Ey, diese Biester mit dieser vielen Rüstung. Die gehen mir richtig auf den Keks, aber richtig, richtig auf den Keks. Okay, so, nochmal das Lager aufschlagen. Und dann hätten wir das auch geklärt. Wir sind auch übrigens sehr lang keinem Wächter mehr begegnet, ne? Das muss ich mal sagen. So, hier und dann rechts halten. Und dann müssten wir in die Talsenke kommen. Genau. Hinter der Talsenke rechts gibt es noch ein Fragezeichen, also wahrscheinlich noch ein Lager. Hallo? Neuer Ort entdeckt, das ist immer schön. Allerdings. Es ist mal wieder so eine Sache, wo ich sage, es sieht sehr nach Hauptquest aus, wenn man die denn aktiv verfolgen würde. So, hier das zweite Lager aufstellen. Und dann haben wir denn da, naja, entweder einen Fähigkeitenpunkt oder wir haben dort eine Tür. Nee, Biester. Keine Sorge, ich tue euch nichts. Ausnahmsweise mal. Schick hier. Ein kleines Lager. Okay. Eine schöne Kiste. Wem gehört das hier? Mich echt. Hier oben ist auch wieder so ein Ding. Da werden wir später auf alle Fälle rein müssen. Die leeren Schalen sind nicht umsonst vor diesen versiegelten Türen. Da könnt ihr euch aber sicher sein. Okay, da gibt es nichts. Mit. It's not possible just now. Ich habe keine Wissenschaft. Gut. Netter Versuch, aber nicht möglich für uns. Zumindest gerade nicht. Ich müsste eigentlich... Das letzte Lager ist jetzt schon ein bisschen her. Ich würde sagen, ich müsste eigentlich in ein Lager... Und einen unserer Klamotten, die wir sowieso die ganze Zeit mit rumschleppen, mit Wissenschaft versehen, wenn das denn irgendwie geht. Warte mal. Hast du nicht Wissenschaft? Du hattest Schlossknacken. Und du hattest du Wissenschaft? Du hattest Wissenschaft. Leute,
Uno momento. Ich ziehe mir die Sachen einer Frau an, aber das ist ja nicht mein Problem. Ich mache ja gerne Crossdressing. Sorry, dass ich jetzt wieder zurückrennen muss, aber es ist mir gerade wieder eingefallen. Und besser jetzt, als in 3 Folgen und dann hierher kommen zu müssen und dann gefühlt 3-mal den Weg gehen müssen. So. Haha. Ja. Und dann nehmen wir unser Dings wieder. Und sie kriegt ihr es wieder. Höhle des Wissens. Okay. Die Höhle des Wissens. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, sowas hier zu finden. Ich dachte, wir kommen einfach nur irgendwie irgendwo durch. Hallo? Hallo? Ganz viele Zeichnungen. Also eigentlich kann ja zumindest nichts Menschliches sein, ja? Ich glaube, da sind wir uns einig. Und wenn es was Tierisches ist, müsste es eigentlich ein Wächter sein, aber... Oder irgendwas sehr Altes. Aber diese Panzerviecher sind ja auch sehr alt. Zumindest sehen sie so aus, als würden die schon seit Jahräonen genauso existieren. Ja, und hier ist die große Tür. Also wir haben uns jetzt in diese Tür reingeschmuggelt, hinter diese Tür geschmuggelt, aber wirklich sinnvoll war das für den jetzigen Moment noch nicht. Gut, dass wir das geklärt hätten. Naja. Naja, war doch trotzdem interessant, da mal nachzuschauen, oder? Oder... Nein, ich weiß. Ich weiß, Freunde, ich weiß. Okay, wir sind bei 22 Minuten. Das heißt, wir sollten Schluss machen für diese Folge. Ich bewege mich mal noch zu dem großen Platz und dann geht es von da aus in der nächsten Folge weiter. Und dann werden wir hoffentlich die Tore des Herzens, heißt es, glaube ich, ja, ne, hier, ne? Tore des Herzens, die Tore des Herzens, genau. Werden wir das hoffentlich abklappern. Und dann geht es in das nächste Gebiet, in den nächsten Bereich. Und wenn es dann nicht noch irgendwas Atemberaubendes gibt, was beispielsweise noch eine weitere Map ist, dann geht es auch schon bald nach Teleme. Wenn wir da dann sind, dann geht es endlich wieder ein bisschen mit Hauptquests weiter. Aber wahrscheinlich kriegen wir dann von dem Gouverneur da auch wieder eine Nebenaufgabe und dann wird sich das alles wieder hinziehen. Also will ich einfach nicht zu viel versprechen, sondern sag einfach danke fürs Zusehen. Und wir spielen das Spiel so durch, wie wir es eben durchspielen. Und wenn das heißt, dass wir 800 Folgen brauchen, dann brauchen wir 800 Folgen. Gut, danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!